Und da ist wieder was raus. Es kommt wieder was raus. Shit! Oh Gott. Hab mich voll erwischt. Okay. Nehmen wir die Pumpgun. Was soll's. Liegt genug Munition rum für jede Menge Spaß. Deswegen machen wir es mal. Lade nach. Oh, guck mal, da ist Kraut. So, haben wir's. Sieht gut aus. Boah. Liebe ich ja, ne? Solche Passagen. Legendäre Fahrstuhlbosse. Komm ich da irgendwie hin? Ich kann da nicht rüberspringen. Sonst über, keine Ahnung, Schluchten hinweg und sowas rüberspringen, gar kein Problem. Aber jetzt hier, ja, nö. Ist nicht. Macht einfach nicht. Ist okay. Komm ich mit klar. Geil, TMP-Munition. Na, hier. Gar kein Problem rüber zu springen. Aber da hinten? Ja, nee, das geht nicht. Kannst ja nicht machen. Was sollen die Leute denken, ne? So, da ist das Kraut. Und ist hier noch irgendwo was? Da ist eine Kiste. Ist das der Schatz, den wir gesehen haben? Ja. Können wir mal auf die Karte gucken. Aber ja, das ist der Schatz, den wir vorher gesehen haben. Okidoki. Gut. Dann gehen wir mal hier weiter und nehmen den nächsten Aufzug, der ein bisschen kleiner ist, wo hoffentlich nicht so viele Gegner drin runterfallen. Muss ja nicht sein. Und die Musik hat aufgehört. Das ist doch toll. Schade, ich dachte, man kann hier runtergucken und irgendwie das Dorf aus der Ferne sehen, aber leider nicht. Da haben wir unseren allerliebsten Lieblingshändler. Händler. Oh, hier noch ein bisschen Zeug. So, wir werden es auch brauchen. Obwohl, weiß gar nicht. Ich glaube, ich mache es mir einfach, falls ich es kann. Denn es geht ja jetzt in den Kampf gegen Salazar. So viel kann ich verraten. Wir verkaufen mal eben schnell ein bisschen Zeug. Wie zum Beispiel den Krams. Und den Krams. Gold am Reif, weg damit. Ja, bitte. Das Zepter, weg damit. Ja, bitte. So. Tunen können wir jetzt auch wieder jede Menge. Kapazität nehmen wir. Sturmgewehr. Schaden auf jeden Fall. Ist nie verkehrt. Kapazität. Ladegeschwindigkeit haben wir nicht. So, was haben wir noch? Von der Broken Butterfly. Ja, nee. Erstmal nicht. Erstmal. Weil dafür habe ich einfach zu wenig Munition dafür. Eigentlich. Meine, es macht Schaden ohne Ende. Hallo? Speichern. So. Okay, 50 Mal schon gespeichert. Toll. Sieht toll aus, ne? Finde ich auch. Ah, you just missed her. The ritual is over. She left with my men to an island. What? Paid my due respects towards your impressive and stubborn will. Mr. Kennedy, welcome.
Lecker. Lecker Vieh. Und da haben wir den Schweinehund. Monsters. Guess after this there'll be one less to worry about. Okay, und wer hätte es gedacht? Natürlich muss man hier irgendwie auf das Auge schießen. Wenn man es treffen würde. Nicht wie ich. Aha. Ich hab nichts getan. So. Jetzt machen wir ihn frei. Und jetzt machen wir uns ganz einfach und machen viel Platz im Inventar. Denn wenn wir den verbrauchen, ist er weg. Dieser Bosskampf ist echt ätzend. Dieser Bosskampf besteht aus sehr viel Quicktime-Events und Gedöns, ja. Hier unten gibt es irgendwie diese Möchtegern-Facehacker, sag ich mal. Ja. Und wie gesagt, halt Quicktime-Events durch und durch, immer wieder zwischendurch. Und er hat auch so eine Instant-Kill-Mechanik. Das heißt, ne, wenn er uns damit trifft, sind wir so oder so tot, egal wie viel Leben wir haben und sowas. Der ist immer ganz toll. Deswegen, ja, habe ich es mir jetzt mal ganz einfach gemacht und habe ihm gegeben, was er verdient. Ganz ehrlich, das hat er verdient. Mit seinem scheiß Schloss und alles. Das nehme ich mir echt übel. Da waren echt miese Dinge dazwischen. Muss man ja mal sagen. So, und hier der ganze Boden, der wäre halt voll mit diesen, ja, Facehackern, sag ich mal. Ich nenne die Facehacker. Die erinnern mich halt so ein bisschen so danach. Zwar Schnaken-Facehacker, ne, weil die Beine noch länger sind als die von normalen Facehackern. Aber hey, ne, ihr wisst, was ich meine. Das sind halt nicht die mit den komischen Augen und den der Klinge, die oben rauskommt, und auch nicht die anderen Viecher, die relativ harmlos sind. Aber, naja. Ist halt so, wie es ist, ne? So. Dann können wir jetzt munter, fröhlich weiter. Also, Raketenwerfer macht halt fast alles im Instant-Kill, glaube ich, tot. Ich glaube sogar der Endboss, ich bin mir nicht ganz sicher. Ist auf jeden Fall sehr, sehr heftig. Ne, so einen Raketenwerfer zu haben, ist grundsätzlich nicht verkehrt. Jetzt haben wir halt jede Menge Inventarplatz frei. Gut, wir haben jetzt einiges dafür verbraucht, dass wir hier Sachen aufgehoben haben. Aber das soll es mir auch wert sein. Ne? So. Haben wir das. Hätten wir darüber auch gesprochen. Kann ich hier die Kiste öffnen? Nein, kann ich nicht. Aber hier habe ich Fässer! Oh, noch mehr Zeug. So. Jetzt kann ich hier herunter. Dieses tolle Seiljumping. Und noch mehr Fässer. Alles weg. Alles muss hier weg. Alles muss hier weg. Oh shit. Da haben wir tatsächlich mal eine Schlange in dem Fass drin gehabt. So. Hatte ich gerade keine Waffe angelegt. Gib mir ein Hühnerei, genau. Sehr schön. Da, 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 da. So, und wo sind wir jetzt hier? Ach, wieder bei unserem Lieblingshändler, ja. Das ist ja schön. Das ist toll. Ja, dann müssen wir halt jetzt noch irgendwie zu so einer komischen Insel kommen, von der wir jetzt von Salazar schon gehört haben. Guck mal, wie viel er mir hier einfach schenkt von seiner ganzen riesigen Menge an Munition. Ist das nicht toll? Ich finde schon. Kann man mal machen. Gold lässt er mir auch hier, damit ich gleich bei ihm bezahlen kann. Ist toll, ne? Ja, erzähl mal was Neues. Hört gar nichts. Seltenes Neues, ne. Tuning. Exklusiv können wir jetzt tunen.
wird die Feuerkraft über die Grenzen der Waffe hinaus. Das heißt, es macht es nochmal stärker. Na, lassen wir erstmal. Erstmal lassen wir es. Aber ich könnte ihm hier ganz kurz die komische Munition hier verkaufen. Die ich sowieso immer nie brauche. Und ich immer viel zu viel habe. Gut, dann speichern wir hier und dann gehen wir durch die Tür. Und gucken mal, was uns hinter der Tür erwartet. So. Hallo, klopf, klopf. Jemand da? Ne, keiner da, keiner da. Need a ride, handsome? Okay. Da steigt sie zum Feind ins Boot. Oh, 90% Trefferquote. Trefferquote. Ja, einfach mal ein bisschen hier wieder verbessert. Das wurde auch Zeit. Dreimal Leben verloren. Ja, rat mal wobei. Richtig, beim Runterfallen. Oder hatten wir zwischendurch nochmal Leben verloren? Ich glaube nicht, ne? War es dreimal tatsächlich beim Runterfallen? Na gut. Und speichern gleich nochmal. Yay. Ich hab's auch mit meinem Speicherwahn, ne? Ich kann einfach keine Schreibmaschine einfach so ungenutzt liegen lassen. Ja. Klar. I hate to break it out to you, but Salazar is dead. Yes, it seems that way. Sadler, why don't you give up and let Ashley go home? Perhaps you are disillusioned with overconfidence, just because you killed my small-time subordinate. Sadler, you're small-time. Oh. Writhe in my cage of torment, my friend. Ja, und jetzt sind wir auf der Insel, wo Ashley hingebracht wurde. Und hier wird's auch noch lustig. Mit jedem mehr Spaß. Und Freude. Und Schokolade. Na gut, bei Schokolade habe ich gelogen, ich geb's zu. So, einmal hier rüber. Dann mal gucken. Weiß gar nicht, was sagt denn die Karte? Die Karte sagt, dass wir da irgendwo eine Sackgasse haben. Das ist gut, dann ist da meistens irgendwie was drin. In so einer Sackgasse. Gehen wir mal hin. Meistens gibt es da irgendwie lukrativen Loot oder so. Kann ich hier hoch? Ja. Muss halt nur mal wieder richtig stehen. Zweimal hauen, zweimal hauen. Okay. Was ist das? Held Smaragd. Weiß jetzt gar nicht wofür. Aber kriegen wir vielleicht auch noch raus. Jetzt wäre es doch fürs Zepter gewesen oder so. Keine Ahnung. Oh nein, wir hören die Schnäpfe schon. Hey, Leon! Hey, listen, hey! Die ruhig mitnehmen, habe ich kein Problem mit. Jetzt können wir den Scheinwerfer machen. Ja, können wir. Okay. Somit kriegt keiner mit, dass wir da sind. So wie zum Thema, keiner kriegt mit, dass wir da sind. Komm, wo kommst du denn? Bist du jetzt einfach nur doof?